Hallihallo und willkommen zurück. Kartoffel. Oh, Kuro. Oh, danke für die Kartoffeln. Ah, oh, das ist super praktisch, weil die Kartoffeln, die brauchen wir jetzt. Die brauchen wir jetzt für unser köstliches Schweineragout. Ich hoffe, irgendjemand gibt die uns. Berlin! Berlin epileptiert einmal quer über die Tastatur. Hat der Koch vielleicht Kartoffeln für uns? Nee, hat er nicht. Arschloch. Zelobi! Du hast auch nichts für uns, ne? Scheiße. Hier passiert nichts. Nix. 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 Na dann auf zu Mr. Boah. Dir geht's gut? Okay. Der war hier, oder? Was ist denn da am Hocker? Da habe ich schon geguckt, da ist nichts. Den kannst du nicht anklicken. So, boah, war hier, ne? Yeah. Okay. Okay. Du siehst mega gechillt aus. Und ich sehe schon, wir können dich auf so viele Weisen umbringen, ist der Wahnsinn. Bring me a sandwich. Sandwich makes me strong. Sandwich kriegen wir hin. Slice of bread. So, Matches natürlich. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Oh, Salat, Salat ist super. Den packen wir gleich auf Sandwich. Was ist das? Das ist das Klo. Warum auch nicht? Muss ja schmecken. Können wir es noch warm machen, ein bisschen toasten. Also das fängt ja schon mal gut an. Oh. Die Blauen müssen alle nach oben. Okay, das krieg ich hin. Wer seid ihr? Aha. Gut. Toilettenpapier. Natürlich. Natürlich. Herrlich. Was ist das? Eine Opiumpfeife. Ne, super. Können wir die unserem Schweinefreund geben? Warum geht denn da die an. Kann ich auch oben drauf gucken? Nein. Warum geht denn da die andere Seite nicht auf? Was machen wir denn mit Toilettenpapier? Wir haben die Scheiße doch schon mit bloßen Händen aus dem Klo geholt. Und wir haben Opium. Klasse. Können wir das in die Opiumpfeife tun? Nein. Dir müsste. Du musst die Ecken drehen. Was? Die Ecken? Die Ecken vom Sandwich? Oh, Paddy. Schönes Emote. Dear Mr. Ambassador, I was informed by our mutual friend about your addictions and Cities. I want to invite you to Rusty Lake, our excellent mental health and fisting facility will give you some rest. Our society, sincerely, Mr. Owl. Okay. Ja. Ja, er weiß von seiner Condition und er nutzt es schamloser aus, indem er ihm eine Opiumpfeife da reicht. Was ist das? Aha. Ich habe erstmal die übelste Kerze. Also, dass ich mit der Axt nichts machen kann, das ist echt traurig. Schade. Was mache ich denn mit der Kerze? Ich kann ja auch eine Opiumpfeife geben. Chill mal deine Basis.
Sau geil, oder? Nur das fetzt. Huch. Oh Gott, hier ist gleich alles zugeräuchert. Noch ein bisschen Salat oben drauf auf die Kacke. Noch eine Kerze drauf. Ach, das ist schon fertig, das Sandwich. Ach so. Da bitte. Du willst es gar nicht mehr. Ich sehe gleich nichts. Hab ich da etwa ein wenig Passivopium abbekommen? Herrlich, genauso verhalten sich auch Krähen. Was ist denn, wenn ich die ignoriere? Oh, hallo, dich kenne ich. Du warst unten, du hast einen Gehstock? Das ist sehr cool. Danke für das Messer. You know what to do. Ja, das wusste ich auch schon vorher. Geht's dir besser? Ja, hier, bitte. Hau rein. Du gehst jetzt kotzen, oder? Jetzt vielleicht? Aber jetzt definitiv. What? Hier bitte, du wirst es brauchen. Jetzt bring ich dich um. Cool, das ist eigentlich super, dass du da gerade hockst, weil da kann ich dir direkt das nächste Sandwich machen. Ich habe schon wieder Toilettenpapier. Vielleicht, wenn ich das hier rumdrehe. Oh. Finde ich ein... Also, so war das nicht gedacht, aber... Ja, wie auch immer. Was mache ich eigentlich mit euch? Nein. Was mache ich mit dem Hammer? Kann ich das Fenster wieder aufmachen? Nein, schade. Was, du bist wieder da? Ich sollte noch ein Sandwich machen. Das macht doch keinen Sinn. Ich meine, wir wissen ja jetzt, wie es geht, ne? Okay, wir können ihn mit dem Sandwich aufs Klo schicken. Und dann verbringt er da so lange die Zeit, bis er von uns das Klopapier kriegt. So, das heißt, wenn er jetzt auf dem Pott hockt, müssen wir irgendwas hier machen. Okay. Cool. Das wird wie ein Unfall aussehen. Nein, andere Richtung. Gut, gut, gut. Wozu haben wir nochmal das? Das haben wir eigentlich gar nicht. So, okay, gut. Bitteschön. Ich drehe mich einmal kurz rum. So, du bist fertig. Kriegst aber jetzt nicht noch ein Sandwich, ne? Wir hätten dich auch einfach mit dem Messer erstechen können. Yeah, wir haben die Tomaten nicht gefunden. Die waren in dem Safe. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Scheiße. Oh Mann. Schade. Ich hab gehofft, wir finden die Tomaten noch.
Boah, shit. Ich glaube, die Affen klatschen, wenn du die falsche Reihenfolge hast. Nochmal? Nein, nein, nicht nochmal. So, holen wir uns den letzten Schlüssel ab. Es ist keiner mehr da, der noch was essen könnte. Ja, wo ist denn der Schlüssel? Ach da, danke schön. Ich dachte schon. Der Ben ist da. Hallo. Na, alles fit? Aha. Rusty Lake Cigars. Okay. Was mache ich mit denen? War hier gerade was? Nö. Dann wollen wir mal das Essen zubereiten. Leider ohne Tomaten, tut mir leid. Das fünfte Dinner. You should bring this last dinner to Mr. Owl. Ah, okay. Der haut sich das jetzt rein. Okay. Und jetzt? Wo auch immer der ist. Ich gehe da jetzt einfach mal direkt hin ohne Umschweife. Das ist wahrscheinlich das Privatzimmer ganz oben. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich den treffen will, jetzt nachdem der das Kombo-Paket aus allen gegessen hat. Aber vielleicht muss ich ja jetzt ihn essen. Ich bin mir nicht sicher. Mr. Owl, grüß dich. Du hast eine wunderschöne Wand. Und du hast auch die Zigarren, die du selber da hingepackt hast. Anscheinend der Bart sieht aus, als wäre er nur rangeklebt hier. Mit so einem. Was geht, Bro? There we are. The last dinner. To eat or not to eat? Thank you for all the memories. Ja. And Harvey. Wer ist Harvey? I'm really glad you brought the cigars. Ach so, ich bin Harvey. The lake will be grateful. Der ganze Lake wird super sein, ja. Take a look at the black cubes, would you? Okay. Was für Black Cubes? Hi! Okay, chill einfach da oben. Den erkenne ich wieder. Das könnte Mr. Boar sein. Das ist das Kaninchen definitiv. Okay. Ich habe es mir the angeguckt. Memories are not only the key to the past, but klar bist du Harvey, ein blauer Stoffhase vielleicht? Oh, das würde gut passen. Also to the future. Okay. Have a look. Create some memories, hat er ja gesagt. Weißer Würfel, das könnte auch ein Stück Käse sein. Aha. Ich take einen Look at the future, oder was? Mit dir kann ich nicht quatschen, ne? Das bin ich. Das bin ich. Bin ich das? Das muss ich sein. Ich kann die nicht anklicken. Ich war im Keller. Die ganze Zeit schon. Thank you for playing Rusty Lake Hotel.
story of Rusty Lake continues, so follow us on social media, subscribe, win a secret code, okay? Nein, das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Das tue ich nicht, aber wir haben leckeres Essen kredenzt. Auf jeden Fall war das nicht schlecht. Das war mal ein schönes kleines Spiel für zwischendurch. Klassisches Flash-Game. Es gibt noch mehr Rusty Lake-Teile, die ich gern zocken würde, die dann auch etwas länger sind und vielleicht nicht unbedingt in Flash programmiert. Aber nicht mehr heute und nicht jetzt. Okay, das war interessant. Es war gar nicht so verstörend, wie ich gedacht hätte. Aber der Mr. Owl isst halt gerne Tiere, die vorher Tiere gegessen haben. Ja. Also, in diesem Sinne, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, davon braucht man nichts halten. Ich freue mich auf die anderen Teile. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Baume. Auf Wiedersehen und reingehauen.